Ah, endlich wieder Far Cry aufnehmen. Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer etwas längeren Aufnahmepause, weil ich nicht aufnehmen konnte und nicht wollte und keine Ahnung, was noch alles dazu kam. Die erste Aufnahme jetzt mit richtiger Tastatur und Maus. Ich hab nämlich eine neue. Die Maus habe ich zwar schon länger, aber jetzt ist mein System fast komplett. Fehlen nur noch zwei neue Bildschirme, aber das dauert noch. Wir haben letzte Folge, was haben wir da gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mir noch an die neue Tastatur gewöhnen, also mal sehen. Ich glaube, wir machen einfach mal gleich weiter mit den Außenposten. Und reisen da mal gleich hin. Ist komisch, ne? Ich so blind schreiben mit der Tastatur, das kann ich halt nicht, weil die andere Maße hat von der Taste, von den Tasten. Daher mal gucken, wie das Gameplay jetzt funktioniert. Das ist eigentlich jetzt die allererste Aufnahme. Vor allem, die muss man sich auch noch ein bisschen einspielen. Die Tastatur muss ich ein bisschen einspielen. Denn die Tasten, die hängen ab und zu mal. Also das... die hängen ab und zu. Ist eine 300-Euro-Tastatur, nur als Info. Die hängen ab und zu. Aber das soll sich halt... das gibt sich nach der Zeit dann. Weil die... Das ist eine mechanische Tastatur. Die haben mich hier echt nicht gesehen. Schwach. Ach, da komme ich nicht hoch. Wo ist denn der Außenposten? Da oben. Ah, wieder einen Berg hochrennen. Vorsicht. So. Ich freue mich schon auf die neuen Spiele, die jetzt im September alle kommen. Das wird richtig geil. Noch weiter hoch. Na super. So, schwimmen wir darüber. Hier haben wir noch ein Schätzelchen. Eine Pokerspielkarte. Da. Na? Ja, da hat die D-Taste gerade gehangen. Also, ich habe die Tastatur noch nicht lange. Vielleicht gerade mal eine Woche. Und wirklich viel konnte ich mit der Tastatur momentan nicht machen. Das Schöne ist, ich habe hier auch Mikroeinstellungen, das heißt, ich kann mich auch muten. Ich habe gerade geredet. Okay, ich sehe schon Scharfschützen durch die Nacht flimmern. Okay. Kommen wir da hoch auf den Berg? Das wäre natürlich famos. Ach, genial, da kommen wir hoch. Super. Ah, schöner Spot. So, da haben wir einen Scharfschützen. Wir haben hier überall Scharfschützen. Da haben wir ein Getier. Wie viele Alarme haben wir hier? Zwei. Da rennt noch einer. Gut. Dann tue ich mal das Tier freilegen. Jawohl. So, DPI runtersetzen. Jetzt kann ich die ganz genau einstellen. Aber erstmal warten, bis das Tier amok läuft. Ich habe jetzt beispielsweise höchste DPI-Rate. So, zack. Ich bin nicht da. Ihr seht mich nicht.
könnt das nicht. Eieiei. Draußen donnert es ein wenig, also ich hoffe, dass ich die Aufnahme nicht unterbrechen muss. Wow. Hä? Was? Wie konnte der mich denn treffen? Ich war hinter dem Felsen. Vom Winkel her? Na gut, probieren wir es halt nochmal. Wie gesagt, neue Tastatur. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das Spielerlebnis ist zwar immer noch dasselbe, jetzt hängt die D-Taste wieder. Aber man muss ganz schön aufpassen, so. Zwei Alarme hatten wir jedenfalls ausgeschaltet. Da waren doch viel mehr Leute. Siehst du, da unten haben wir auch noch einen. Das sind alles nur Scharfschützen. So, das Tier legen wir frei. Zack. Scheiße. Ganz ruhig. Wir denken dran, professional Gameplay. S-Taste, hallo? So. Aber die ist richtig krass, die Tastatur. Das ist Wahnsinn. Beispielsweise, weil ich noch nie erlebt habe, man hat eine scheiße Anleitung, wie man die Treiber installiert von der Tastatur. Die Tastatur hat ganz andere Treiber. Man muss die abziehen und das muss man machen und dann muss man das machen, damit man die Tastatur ordentlich installiert. Und ich habe die immer noch nicht richtig installiert. Es gibt zwei, drei Sachen, die immer noch nicht gehen. Aber ich habe sie jetzt... Oh Gott! Nein, meine Taste hängt. Mann. Ja, so eine ganz niedrige DPI-Rate ist zwar schön für Bildbearbeitung, aber definitiv nicht dafür eine Sniper. So. Magazin wechseln. Spast. Also. Auch wenn dann noch einer gelebt hat, egal. Ich habe seit Monaten nicht mehr gespielt, Leute. Ungefähr wieder. Die letzte Folge kam zwar vor 4 Tagen raus, aber man spielt ja nicht die ganze Zeit. So, Fähigkeiten. Wie viel? Wir haben 3 Punkte. Hier haben wir alles ausgelernt. Das kommt noch. Dann könnten wir als nächstes das hier erlernen, ne? Und, was ist das? Pinnickfuchser, du findest mehr Geld beim Durchsuchen. Oh, super. Das nehme ich direkt mit und du erleidest weniger Schaden bei Tierangriffen und verringst die Gefahr von Gegnern umgestoßen zu werden. Das ist auch gut. Was haben wir da? Todaufträge. Okay, okay, okay. Also ein bisschen haben wir hier noch zu machen. Wir sind immer noch nicht
fertig mit Far Cry, das dauert noch ein bisschen. Ich habe aber beschlossen, nicht alles hundertprozentig zu machen. Die Insel werden wir auf alle Fälle noch erobern, noch ein paar Tiermissionen und Todaufgaben werden wir auf alle Fälle noch machen. Aber das war's eigentlich dann schon. Stand da gerade echt Pornomagazin? Na, der V oder der Emok oder was auch immer. Klar. Ja, eine Speicherkarte haben wir noch. Das werde ich aber alles für mich suchen. Ich meine, guck mal hier, wir haben da noch ein Dingens und Relikte und hier haben wir noch was. Das ist immer noch recht viel. Gehen wir hier hin. Und nach Camp Charlie. Und vor allem, was in Zukunft auch irgendwann sein wird, bezüglich nächsten Monat, ich werde mir, wegen dem Hochladen, die Qualität, die wird noch besser. Weil, ich kann, ein Upload dauert ja ungefähr so ein paar Stunden, 3 Stunden, bei sehr, sehr schöner Qualität dauert das ungefähr. Und natürlich habe ich nicht die Zeit, das hochzuladen. Ne, weil ich kann ja meinen gigantischen Rechner, ich hab ja hier ein 3000-Euro-System stehen. Und ich kann ja nicht einfach den Tag und Nacht laufen lassen, weil der braucht ja auch ein bisschen Strom, ne? Und Strom ist teuer. Deshalb werde ich mir einen kleinen Laptop zulegen, wo ich das dann ganz bequem stundenlang hochladen kann. Also die Qualität der Videos wird nach und nach weiter steigen. Weil den Laptop, den kann ich dann auch einfach mal laufen lassen. Die gehen mir auch auf die Eier. Oh, komm schon. Jason. Ach, wieder ein super Spot. Also als Sniper hat man es hier eigentlich echt recht einfach. So, da haben wir Biggie Smalls. Den werden, müssten wir wahrscheinlich ein wenig anders erledigen. So, da haben wir einen Tiger. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Alarme. Wäre es da kluger, von hier drüben anzugreifen, dann könnte ich vielleicht alle Alarme erwischen. Das ist nämlich ein bisschen blöd, nämlich alle Alarme hier zu erwischen. Den kriegen wir. Den Alarm kriege ich beispielsweise schon nicht und den erst recht nicht. Ich müsste da drüben auf den Felsvorsprung. Das, der hängt schon wieder. Schon wieder? Sag mal, hallo? So. Also beim Gameplay merkt man, dass die Taste ab und zu mal hängt. Muss ich mal gucken, woran das liegt. Das ist irgendwie aber meistens öfters immer die D-Taste. Die anderen funktionieren soweit ganz gut. Vielleicht habe ich die auch nur falsch eingesetzt, weil man hat hier Wechseltasten. So, ich kriege immer noch nicht die Alarme. So, Jason, Vorsicht. So, kriegen wir die von hier super. Gut, den Alarm kriege ich. Jetzt kriege ich alle 3. Wunderbar. Gehen wir vielleicht noch da vorne hin, da haben wir noch einen besseren Spot. Wow, Vorsicht. Wunderbar. Wunderbar. Nicht wunderbar. Oh, Mann. Komme ich da jetzt wieder hoch? Ja. Ich glaube, ich bleibe doch lieber hier an dem Felsen. Taste hängt.
Nein. Gerade so. Den kriege ich. Den kriege ich auch, den Scharfschütze. Den können wir problemlos ausschalten. Aber halt erstmal unseren Tiger da unten. Zack. Frei. Werdet mich nicht finden. So. Kacke. Fail. Mann, ich wollte das vollgechillt den Berg darunter werfen. Jetzt hat mich einer gesehen. Oh. Blöde D-Taste. Kauft man sich so eine Mega-Tastatur und dann funktioniert die Tastatur nur so halb. Ist auch nicht so geil. Also mit der D-Taste muss ich mal gucken, mal neu einsetzen, die Taste. Ach nein, keine Muni mehr. Kacke. Schade. Na komm. Durchs Dach. Geil. So, und was ist mit Biggie Smalls? Mit Biggie Smalls kann ich so einfach eigentlich erledigen. Ich muss nur vorsichtig hier an der Wand runter. Oh, oh. Ja, war eine scheiß Idee. Zumal uns Biggie Smalls gesehen hätte. Scheiße. Mist. Müssen wir in den Offensivkampf, ha? Wo sind wir denn hier überhaupt? Ach, da. Ich glaube, wir legen erstmal den Funkturm da frei. Gehen wir mal dahin. Reisen dann darüber. Und dann mal schauen. So. Interagieren. Munition. Ich guck mal, ob wir bei der Sniper die, wir haben doch hier eine definitiv bessere. Warum haben wir die nicht? So. Anpassen. Was können wir denn da machen? Beleuchtet das Zielfernrohr. High Power. Das. Oh, Reichweite. Ja, gönnen wir uns. Farben, die können wir auch in der schönen Farbe anstreichen, aber das machen wir ein andermal. Schalldämpfer. Ja, und das erweiterte Magazin. Super. So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Snipe schon ausgerüstet hatten. Oder diese Art. Nee, eigentlich nicht. Wir haben. Ja, die ist ein bisschen besser. Funkturm. Irgendwo da oben. Krallen wir uns mal ein Auto. Krallen wir uns mal ein Auto.
gammeln mal zum Funkturm. Ich glaube, den Berg hochfahren brauchen wir nicht unbedingt, das bringt's nicht. Ah ja, bald kommt Far Cry 4 raus. Ich musste es einfach tun, habe mich ein bisschen spoilern lassen. Ein paar Trailer angucken, ein paar Gameplays von der E3. Mann, wird das Spiel einfach geil. Ich freue mich so unglaublich hart auf Far Cry 4. Blood Dragon habe ich ja auch schon gespielt. 1 und 2 habe ich nur die Gameplays gesehen. Den haben wir doch schon freigeschaltet. Zu welchem bin ich jetzt gefahren? Schlecht einfach. So, dann drehen wir mal. Yeah, durch die Prärie. Natürlich kommt er da nicht hoch. Boah, komm schon. Kein 4x4, ey. Hallo, rückwärts. Boah. Zu viel rückwärts. Und das Auto hält. Haben wir es gleich, wir haben es bald. Fahren wir mal den Berg passieren, ne? Mal sehen, wie Far Cry 4 von der Grafik her wird. Oh. Oh, das war ein Fußweg. Weg mit der Snipe. Oh Mann, der hält nichts aus. Ah! Nicht unser Kampf. Kommen schon wieder welche. Ich sehe nichts. Aber gut, ich mache mal einen Folgencut. Wir haben auch schon wieder 25 Minuten bald erreicht. Und dann sehen wir uns dann mal in der nächsten Folge. Aber wir haben ja keine Munition verprasst. Das ist super.